So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Und ich habe noch was Spezielles, deswegen auch mit Kamera und allem drum dran. Und zwar ein Dominarias Bund Willkommensbooster. Die Willkommensbooster sind ganz cool. Die sollen Leute willkommen heißen. Die sind zum Beispiel in Deutsch, haben jetzt, glaube ich, die dritte oder vierte Iteration hinter sich. Lassen sich echt mies öffnen. Und sind immer gleich aufgebaut. Das heißt, wir haben in so einem Booster Willkommen in der Welt von Magic, gestatten Khan, kurze Erklärung, wer Khan ist, ein Foil Forest, Wald, eine sonnende Wurzeleidechse, 2 Mana 2/2 mit Domäne für 4 Mana, können wir bis zum Ende des Zuges +1/+1 für jedes Standardland-Typ-Land, was wir kontrollieren, geben, ist ganz cool. Blitzeinschlag, 2 Mana 3 Schaden auf irgendein Ziel, auch sehr gut. Sphäre des Kommandeurs. 3 Mana Artefakt tappen, wir machen Mana mit der Farbe. Wir können das Ding opfern, um eine Karte zu ziehen. Nett. Zengir Genießerin. 5 Mana 3/3 fliegend. Immer wenn ein oder mehr andere Kreaturen sterben, legen wir +1/+1 Mark auf die. Nur einmal pro Zug. Also Blitzeinschlag ins Feuer ist ganz süß. Der Rest ist bisher ziemlicher Müll. Ertais Hohn. 3 Mana Spontanzauber. Notiert sich ein Zauberspruch deiner Wahl. Kostet ein blaues weniger, falls der Gegner den so zwei oder mehr Zaubersprüche gewirkt hat. Bin noch nicht so bei. Ein Planeswalker. Ajani, der Großherzige. 4 Mana, 5 Marken. Kreaturen, die kontrollieren, haben Wachsamkeit. Das ist cool. +3, wir halten 3 Lebenspunkte dazu. -2, wir legen +1/+1 Mark auf eine Kreatur, um einen Loyalty-Counter für jeden Planeswalker, den wir kontrollieren. Und einen Loyalty-Counter für jeden Planeswalker, den wir kontrollieren. Okay. Dann haben wir, werde ein Teil der Community mit, falls es dir keinen, was? Falschen Commander, Standard, Booster Draft. Es gibt keinen falschen Weg zu spielen. Als Judge muss ich euch sagen, das ist nicht wahr. Schwarzklinge neu geschmiedet. Spannend. 2 Mana legendäre Ausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur kriegt +1/+1 für jedes Land, was wir kontrollieren. Ausrüsten eine legendäre Kreatur für 3 Mana und ansonsten 7 Mana. Spannend. Die eigentlich mal teuer gewesen. Pylat war auch mal teuer. Der Weltenformer, 6 Mana, 5/5 legendäre Kreatur. Wenn er ins Spielfeld kommt, erzeugen wir für jedes Standardland, was kontrolliert, einen 0/1 grünen Pflanzentoken mit Landung. Wenn er mit Landspiel kommt, legen wir 4+1/+1 Marken auf eine Pflanze deiner Wahl. Das ist nicht schlecht. Dann haben wir noch ein Tura Kenryt, die Himmelsreiterin. 5 Mana, 3/3 fliegend, immer eine Spontanzauber-Dexter Reihwirks, kriegen 1/1 weißen Soldaten. Und einen Code, den könnt ihr mal eingeben. Dann kriegt ihr das Deck Sneak Squad. Ich weiß nicht, was Sneak Squad ist. Der zuerst kommt, mal zuerst. Der hat den Code eingegeben. Viel Spaß damit. Das alles bekommt ihr in dem Welcome Booster. Welcome Booster bekommen neue Spieler in Local Game Stores. Manchmal geben Local Game Stores das auch an erfahrene Spieler raus, die zum Beispiel den Code haben wollen oder ein paar Rares umsonst haben wollen, weil sie ein bisschen coole Karten haben wollen. Könnt ihr mal nachfragen bei eurem Local Game Store. Vielleicht kriegt ihr die. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao.